Servus Leute, ihr habt's geschafft, ihr seid auf unserem Kanal und heute öffnen wir nach all den Jahren endlich die Katja-Box. Leute, freuen uns. Es ist soweit. Mies Bock, Alter. Wir machen es jetzt so, weil wir haben erst überlegt, Handcam, ja oder nein, haben uns dann für nein entschieden. Und warum? Weil auf der Handcam könnte man halt was sehen, was so nicht zu sehen sein darf. Weil wir wissen ja, Katja hat eine Vorliebe für exotische Sachen. Für Körper zur Schaustellung. Was für Körper zur Schaustellung? Richtig. Ah ja. Info an euch, es kommt von uns auch eine Katja Album Reaction. Ja? Wenn das Video online ist, ist das andere vielleicht auch schon online. Schaut da rein, lasst gerne ein Abo hier da. Wir freuen uns über euren Support. Ihr wisst Bescheid. Können wir uns in Zukunft vielleicht wieder eine Box leisten von eurem Geld. Geh mal rein in die Masse. Wenn ihr unsere Meinung zu Katja Album an sich hören wollt, ja, wie gesagt, Album Reactions sind doch schon viele Katja Reactions online. Hier gehen wir jetzt ausschließlich auf die Box ein. Dann wisst ihr Bescheid. Wir gehen rein. Aber du machst Kopfschwebe, du machst so Angst, dass du mir reinstichst im Messer, dich abstichst einfach. On cam. Oh, Bruder. Oh. Ich sag dir ganz ehrlich, Bruder, das sieht schon ein bisschen ranzig aus, Digga. Mal ganz kurz, Leute. Aber warte, ist da Adresse drauf? Nein. Okay. Mal ganz kurz. Danke, hier ist mal ein Loch drin. Schon strong. Aber an sich, dass es nochmal so ein extra Karton hat, finde ich cool. War bei Kolle auch? Das ist ein geilerer Karton. Weißt du noch, das war der schwarze, den man sogar so aufklappen konnte. Aber war in dem Karton die Box drin dann? Mhm. Ah, okay. Da waren sogar viele geile Sachen auch drauf, so Anspielungen und alles mögliche. Ja, wenn sowas hatte ich bis jetzt. Ja. Muss ich dir mal zeigen. Sowas hatte ich bis jetzt noch nicht. Der war geil, der Karton, wirklich. Wo ich dachte, das ist schon die Box jetzt? Das war krass. Oh. Die ist riesig. Also Leute, versprochene Flausch, wundervoll, fass ihn an. Lass mich anfassen. Boah. Ist schon geil, aber als Kopfkissen ein bisschen hart. Mach mir kurz den Kopfkissen-Test. Ja. Ich sag's dir, es ist sogar gemütlich. Echt jetzt? Ja. Ich könnte drauf easy schlafen. Lass mich ausprobieren. Ich könnte drauf easy schlafen, Alter. Easy. Da kenn ich gar nichts. Ich mag eh so eher härtere Kissen. Es geht klar. Ist schon gelb, man kann drauf schlafen. Geht klar. Leute, ihr wisst Bescheid. Pussy Bauerbox, Kopfkissen. Hier, by the way, auch. Wichtig noch, stimmt's? Wunderschön. Fast ein bisschen überbelichtet. Na, jetzt sieht man's gut. Oh mein Gott. Ein Bild von einer Frau. So, machen wir es auf. Wie gesagt, wir zeigen es nicht in die Kamera, weil wir nicht gesperrt werden wollen. Aber wir zeigen hier alles rein, was wir reinzeigen dürfen. Der Rest wird detailliert beschrieben. Es fusselt einfach. Oh yeah, baby. Also erstmal, wartet. Warte, können wir das in die Kamera zeigen? Theoretisch schon. Schon, gell? Ja, also Leute. Sehen wir hier schon mal hinten. Logo drauf. Strong. Wir denken mal, wir können es reinzeigen. Wir wissen es nicht ganz genau. Wenn wir dann sehen, wie unser Kanal weg ist. Hier, das erste Bild. Ist zensiert. Ey, man sieht nichts. Ich hoffe, dass es sich während des Kalenders noch ändert. Ich auch. Sieht schon sehr interessant aus, ne? Oh, riecht noch neu. Boah, ist wirklich geil. Ich bin nicht bereit. Ja, okay, aber ich dachte, es ist... So, wir sehen hier Katja, wie sie die Beine ausbreitet. Aber ihre Hände davor hat. Auch vor der Oberweite. Aber, schöne Uhr mit Patek Philippe. Mhm. Die Tage auch in Regenbogenfarben. Stimmt, wild. Aber ich finde es immer schade, wenn man so Kalender hat. Ich hätte gerne so Felder, wo man was reinschreiben kann. Ich weiß, was du meinst, ja. Da war man reinschreiben, Geburtstag oder sonst irgendwas. Nur so ein kleines Feld, weiß ich mein. Weil ja, das ist halt so. Aber so sieht es halt cooler aus. Können wir das in die Cam zeigen? Ich würde es nicht machen. Einfach sicher. Okay, interessant. Leute, das ist zensiert. Also ich hätte gedacht, man sieht ein bisschen mehr. Ich auch. Also es ist halt hier so goldene Spitzen. Ja, genau. Wir und halt die Hand vor ihrem Liebestempel. So, ja. wir sehen hier Katja bosshaft auf dem Thron sitzen, auf einem geplauschten Sitz, also genauso Fell wie die halt. Box. Genau. Genauso wie die Box. Und ja, mit Urwald dahinter. Also halt Pflanzen. Ja, strong, ist mein Geburtstag. Also ich hoffe, dass hier noch so ein Nippelblitzer kommt, wenn ich ehrlich bin. Puh, das sieht irgendwie schlecht aus, ne? Sieht schlecht aus, Nippelblitze. So, jetzt sehen wir Katja eingehüllt in den Zuhältermantel, in rosa natürlich. Und ein schönes royales Bett. Genau.
mit einem Blick zu uns. Wir sehen sie von hinten, alles zensiert. Man sieht halt leicht so den Po, aber auch nicht viel. Ja. Ich dachte echt halt, die macht auf, sie zieht durch, dachte ich. Ja, dachte ich auch. Irgendwie ist, ich glaube, das wird nichts mehr. Scheiße, Alter. Okay, das ist schon mal annehmbar, sage ich mal. Jetzt liegt sie halt mit dem Bauch nackt auf dem Bett. Mhm. Pinkes Bett. Mhm. Schöne Haarschleife im Kopf. Ja, und den Po. Das Rektum gen Himmel gestreckt. Oh Gott. Nächstes. Oh. Mhm. Also Katja lehnt nackt natürlich an einem Teddy. Der hat ihre Oberweite voll im Gesicht. Der darf Motorboot machen. Ein Riesenteddy, der ist so groß wie sie. Darf aber Motorboot machen, der ist gut. Ich will gerne den Teddy. Ja, ansonsten wieder nicht viel zu sagen, ne? Man sieht den Arsch. Ja, aber auch, ja. Ja, doch. Sieht sehr glücklich aus, die Katja. Okay. Jetzt sehen wir Katja in einem Sport-Umkleidezimmer. Genau, mit so Spinden halt und einem Medizinball vor ihrem Liebestempel. Und die Brüste verdeckt durch ihre Hand. Interessant. Was ich nicht gut finde. Katja. Aber geile Motive trotzdem. Ich finde die Motive cool, die Orte und sowas geil. Okay. Jetzt wird's ganz wild. Jetzt wird's aber richtig wild. So, jetzt sehen wir Katja bei einer Landung auf der Couch, würde ich fast schon sagen. Ist ein Beton, wie es heißt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. So eine rote Couch halt. Wo nur eine so eine Seitenlehne dran ist. Dann hat sie irgendwie so Kopf über, drüber. Das Rektum wieder. Geh in Himmel. Ja. Eine weiße Wand als Hintergrund. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Welcher Monat sind wir jetzt? September. September erst. Warum erst schon? So, jetzt sehen wir Katja an einem Klavier, wo sie diverse Beats für ihr Album gebaut hat. Ja. Mit Strapsen? Mit Strapsen. Das gefällt dir, oder? Das gefällt mir. Warte. Ah, nee, die Nippe sind wieder mit. Natürlich. Mit goldenen Hütchen geknüpft. Ja, ne? Ansonsten sehr viel Blumen und wieder der Arsch sehr gut zu sehen. Jetzt haben wir sie auf einer Ledercouch hocken, mit einer Gitarre zwischen den Beinen, also seitlich eher. Im Hintergrund Totenköpfe, große schwarze Ledercouch. Ja, die Gitarre, die bedeckt alles, die ist richtig in die Mangel genommen. Aber richtig, Alter. Die riecht nach Fisch danach. Genau, wie der hat beim nächsten Bild. So, Nippel wieder mit goldenen Hütchen verziert, die Hand weilt im Schritt. So, sie sitzt auf einer Ledercouch mit verschränkten Beinen, Hut bedeckt ihr Gesicht auf seriös und sie zeigt einen Mittelfinger. Strong. Sehr interessant. Ja, November, jetzt kommt der letzte Monat. So, zu Weihnachten will ich jetzt aber auch. Das sehen wir. Genau. Was? Ich glaube, es wird nichts. Ich glaube auch nicht. Ja, wieder nichts. Schade. Scheiße. Aber sieht geil aus, das Motiv, ne? Also Katja jetzt in einem goldenen Badezimmer, sieht wie eine Dusche aus, so eine Regendusche. Ja. Mit einem Dor Perior, hoffentlich, in der Hand und zwischen den Beinen. Ja. Und ja, ne? Ansonsten wieder oberkörperfrei, aber mit goldenen Hütchen. Gegen die, mit der Wand hinten gegen die, ja, also. Mit der Hand hinten gegen die Wand gelehnt. Sieht sehr bedrückt nach unten. Ja, interessant. Alles in allem, ich hab mehr, wie sag ich da? Bruder, Januar? Hä, wieso hatten wir den Januar noch nicht? Ja, weil es auch jetzt erst rauskam. Ah. Okay, also nochmal Januar, Leute. Okay, wir kriegen den Januar dazu. Sehr gut. Mit einer Shisha, einer Wasserpfeife. Einer sehr alten, so wie es aussieht. Einer hölzernen. Sieht auch ein bisschen nach einem Spielzeug aus. Ja, irgendwie schon. Das ist ja eine Wasserpfeife für... Ein Easter Egg. Eine Wasserpfeife für was anderes, ne? Auf jeden Fall, nee, sieht halt eher so orientalisch aus, mit so, sitzt halt so am Boden mit einer Decke und so Kissen orientalischen, die Lampen auch, Vorhang. Ja, scheinbar sitzt, hockt sie da seitlich. Ja. Auf jeden Fall, Leute, ist mal ehrlich, also, wir sind nicht so, dass wir drauf geiern, aber wir haben halt gedacht von Katja, wenn sie schon so einen erotischen Kalender rausbringt, dass sie eben auch ein bisschen was zeigt. Oder ja. Hätte ich jetzt auf jeden Fall gedacht von dir. Hätte ich auch gedacht. Da habe ich mich auch sehr drauf gefreut.
Ja, bin enttäuscht. Ja. Oh Gott. So, und jetzt? Das war der Kalender. Der wunderschöne. So. Als nächstes haben wir, ich würde sagen, fangen wir mit dem Herzstück an. Ja, auf jeden Fall. Die CD. Ja, ich hoffe, man sieht sie gut. Ja, wunderschön. Du siehst sie gut, oder? Ja. Sehr gut. So, hinten Tracks drauf, ne? Ganz normal. Ah, leicht sieht man es. Hier steht die Tracklist drauf. Ne? Mhm. Lesen wir sie mal vor. Ich kenne die Tracklist noch nicht. Ich auch nicht. So, wir haben Intro. Es gibt ein Intro. Allein das wusste ich schon nicht. Strong. Moonlight, SOS, Pussy Power, OnlyFans. Dann passend zu Moonlight nochmal Moonwalk. Interessant. Dann Raindrop, Filioni. Geiler Song. Lipgloss, Details, Narben mit Marvin Balsters, Aventador, Drop It, No Man, No Cry und Vor der Tür. Der war die Vordertür, ne? Nicht vor der Tür, sondern vor der Tür. Ist halt nicht der Arsch, sondern das andere, ne? Ja. Ja. Muss kurz überlegen. Die Farben auch passend zur Pussy Power Box. Stimmt. Leute, schön hier. Katja Supporter. Ja, Mann. Das ist die Katja E-Zigarette. Wie wild ja das denn, Alter? Das wäre wirklich wild. In der Box mache ich sowas. Ich weiß ja geil. Da würde ich mich freuen. Katja? Sie ist als Inspiration. Korrekt. So, wir haben hier die bunte DVD. Sieht abgespaced aus. Wahrscheinlich DVD-CD. Das sieht aus wie so 1830. Schon, gell? Nee, so hippie-mäßig halt. Sind das zwei? Naja, ich habe zwei CDs. Sind es Instrumentals? Sind die Geheimen drauf, oder nicht? Sind da nicht vier noch Geheime drauf? Nur für die Leute, die Box kaufen? Soviel ich weiß. Das könnte sehr gut sein. Genau, Bonus-EP. Oh. Sieht auch eigentlich gleich aus. Ich mache hier unten Bonus-EP. Ich würde sagen, die ziehen wir uns auch rein. Können wir machen. Ist nicht immer spannend, dass sie da reinschreiben, die Künstler. Gell? Aber ich habe das Gefühl, da ist nichts. Sag ich dir ehrlich. Der Kolle war schon was. Der Kolle ist auch krass. Bist du bereit? Ja. Okay, ein Bild von der Katja. Aus dem Raindrops-Video. Genau, die Tracks. Dann nochmal aus dem Raindrops-Video. Nochmal die Tracks. Nochmal, oha. Zeig ihm die Cam. Ich glaube, das ist das Pussy Power Video. Interessant aus. Ich glaube, das ist das Pussy Power Video. Sexy. Dann. Oh, Pussy Power EP, die Songs. Oh, die will ich sehen. Soll ich vorlesen? Mhm, aber auch Features. Slow-Mo. Mhm. Produziert von Avo. Dollar Signs. Mhm. Dann Suizid. Okay. Und Fick, mit wem du willst. Das keine, hört sich doch gut an. Keine Features. Vier Songs, geht klar, Digga. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der wundervollen. Wie viel kostet sie? Ich glaube 150 Euro. Nee, 200 waren es. 200. Krass. Das ist wirklich heftig, Digga. Das ist heftig. Wir haben so Plus gemacht mit der Box hier. Ja, Mann. War richtig. Erstmal Bruder. Oh nein. Oh nein. Jetzt bin ich gespannt. Wer kriegt die eigentlich? Meine Freundin. Ganz kurz. Katharina. Da ist ein Apple-Ladekabel dabei. Das finde ich cool. Strong, Digga. Einfach ein Apple-Ladekabel. Und ich, Android, was soll denn das? Ne? Unfair. Du bist halt einfach. Soll ich dir helfen? Ich krieg's nicht raus, das erinnert mich an die. Zeig mal. Micro. Also Leute, hier ist nochmal die Powerbank. Man sieht die schon sehr schlecht, ne? Ja, ist halt weiß, ne? Hier hat immer so eine leichte raue Oberfläche. Ich weiß noch, wie sie im Video gesagt hat. Hier, die bunte Powerbank, du gehst zu mir grin. Die ist weiß. Hier kann man diesen Pinöppel abziehen. Mit Android. Ah, es ist für beides, okay. Genau. Ist hier jetzt warte, Test. Warte, Test. Hier ist ein Adapter dabei. Ist schon Akku drauf oder nicht? Ich hoffe es doch. Sonst wäre glaubst du? Was glaubst du? Ich sag's, es ist schon drauf. Glaubst du? Ja. Also wenn nicht, wäre es echt wack. Es lädt. Krass. Also, Das hätte ich nicht erwartet. Na doch, ich hab's eigentlich schon erwartet. Ja. Aber? Echt nicht böse gemeint. Na, schau mal. Jetzt. Die Wacke, als sie abfliegt. Jedenfalls hängt die da dran an meinem Handy. Schau mal, ich nehme mein Handy mal mit einer Hand. Bruder, die ist mies im Weg. Ja? Schau mal, die ist halt einfach mies. Ich finde das auch wack. Im Weg halt. Ist halt. Ich finde es nicht so praktisch. Ich auch nicht. Aber man kann Kabel ja auch anschließen. Safe. Leute, wir kommen zum. Zu meinem Gewinn. Wer kriegt den Kalender und wer die Taschenmuschi? Mir egal. Schuss los. Mach mir viel Verflug, oder? Ja.
weiß gar nicht, was ich will. Ich will Taschenmuschel, Digga, was du dumm? Ich will auch die Taschenmuschel. Ja, los. Eins gewinnt. Eins gewinnt, okay. Ja, Mann! Fuck! Ja, Mann! Ich hab eine Taschenmuschel. Zu der Tütenmumu. Die man erst öffnen muss. Ja, du darfst noch nicht. Das ist meine Hygiene, Alter. Ich will nicht von irgendwelchen Krankheiten bekommen. So. Zieh ab. Doch, geht nicht, gell? Hm? Ich will nicht. Ne. Halt's Maul. Pass eigentlich an, du bist ein Ekel. Halt's Maul, warte. Mensch. Das ist doch angeblich, Leute, wenn ich es falsch sage, dann schreibt es rein, ihrer nachempfunden oder nicht. So auf! Du Hund. Will das anfassen? Das ist meins. Halt's Maul. Warte mal. Vor allem, ich denke, ich mach mich schon sauber. Bruder, Würdest du sagen, ist realistisch? Da ist ein Jung von oder was? Das ist eng gerissen. Bruder, ist voll weird. Es ist übel eng, oder? Ja, und... Hast du Luft? Ist nicht geil. Ich weiß ja nicht. Hier ist ein Loch. Ich weiß nicht, Luftloch wahrscheinlich. Was? Wieso quietscht das so? Wie so kleine Kinder gerade. Penetrier mal ein bisschen. Das quietscht, Alter. Das würde mich mies aus dem Konzept bringen, wenn die Scheiße einfach quietscht. Glaubst du, das ist geil, wenn man es praktiziert? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, wie macht man die sauber? Kann ich die so rausmachen? Soll ich manchmal machen? Ja, das ist einfach schnell. Dann ist sie kaputt danach. Sieht ja so aus, ne? Schau mal. Ich glaube, das ist schon so gedacht. Man muss sie irgendwie auch sauber machen können. So. Sonst wäre halt nicht so geil. Ah, so geht's auch richtig, schau mal. Das klingt wie so ein Kopfkissen. Ja, wie ist hier fest, oder? Nimm raus. Wie hab mies verwirrt. Nimm raus. Ich will sie wieder rein, safe. Nimm raus. Wenn sie sich mal reingeht, dann rast dich aus. Leute, ich würde es euch gerade so gerne zeigen. Oh nein, es ist so ekelhaft. Bah, ich fühle mich gerade, als würde ich an Gedärm rumfuschen. Sieht aus wie ein riesiger Schwanz, Digga. Was? Sieht aus wie ein riesiger Schwanz. Oh, was? Das ist richtig. Das ist richtig grob, Alter. Nee, dazu fällt mir kein Begriff ein, aber geht's so gut? Was? Das ist für ein Sound? Ja, auf jeden Fall, Leute. Sehr interessantes Ding. Geht's hier rein, glaubst du? Muss. Oh Gott. Das ist richtig widerlich, Alter. Ich glaub, das geht nicht mehr rein, Digga. Ja. Ich will, das sieht aus wie ein riesiger Schwanz. Das ist voll ekelhaft. Sehr, sehr... Mir fehlen die Worte. Interessant. Mir fehlen wirklich die Worte. Ich erwarte schon noch, was da unten drin ist. Zehner. Lame. Ist einfach gerissen, Digga. Strong. Meint ihr nicht, dass ihr noch was reinhauen will? Gell? Oder so zwei Sachen? Gell? Geld gut angelegt. Mal ganz kurz nochmal zurückdenken. Wie viel haben wir gezahlt? 60. 60? 60. Okay, da waren Taschending drin. Eine Powerbank. Die CD und Kalender. Ja. Also für 60 Euro erwarte ich eigentlich schon. Na, ich sag's dir ganz ehrlich, mehr. Ich finde, es geht klar. Ja, aber. Es gibt sehr viele Rapper, die deutlich wackere Boxen machen. Das stimmt. Aber safe. 60 Euro ist halt auch eine Ansage. Eben, hat schon viel da Geld. Da ist halt nicht mal ein Kleidungsteil oder sowas drin. Ja, eben. Also ein T-Shirt wäre, glaube ich, schon möglich gewesen. Natürlich. Naja. Trotzdem eine geile Box. Auf jeden Fall. Alles in allem hat mir sehr gut gefallen. Mir auch. Ja, Leute. Alles in allem. Hab mich sehr gefreut, das Ding hier aufzumachen. Gianni wird davon auf jeden Fall noch Gebrauch machen. Vielleicht noch heute Nacht. Da schlafe ich ja schon, wir bis 2 Uhr nachts noch streamen. Ja, stimmt. Schaut bei unseren Streams vorbei, Leute. Wir reagieren auf Deutschrap alles. Und, wie gesagt, Katja Album Reaction hier auf dem Kanal. Guckt da vorbei. Auf jeden Fall, Leute. Dann dürft ihr auf jeden Fall nichts verpassen. Wenn ihr Katja-Fans seid, dann seid ihr hier nicht
falsch, wenn ihr den Abonnieren-Button drückt. Auf gar keinen Fall. Wir sind treue Katja-Fans. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Support da. Hört das Katja-Album an, lasst da auch Support da. Natürlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Hoffentlich doch in der Album-Reaction. Macht's gut, haut rein und tschüss.